dann noch mal ganz kurz das Minispiel. Juhu! Juhu! Ich bin der surfende Pikachu! Lululu! Ich fahre rückwärts! Ja, ja, ja! Weil ich es einfach kann! Okay, das war viel. Warum eigentlich? Darf ich keinen doppelten Salto machen? Also ist klar, dass es nicht klappt, aber... Das war mein Fehler. Wow. Wow. Juhu. Ja, warte mal. Ich habe keine Idee. Ja, Mann. Sag, ich habe eine Idee. Vielleicht doch, wa? Na. Ah. Es gibt zwei Arten von Springen. Einmal... Ja, gut, so natürlich auch nichts. Okay, so klappt's, aber halt eher mit ein bisschen nach vorne Nase, genau so. Oh, klappt ja auch. Jetzt oder nicht? Ich verstehe teilweise das Spiel nicht. Und zurück an den Strand. Hat noch ein paar Kappe, yeah, Mann. Was? Ich bin ein Surfer Pikachu, aber kein Aquachu. Aquachu wegen Aqua plus Pikachu, aber ich wüsste sonst nichts, was irgendwie Sinn ergeben würde. Ups. Ist die Richtung dann noch entscheiden? Kann ja doch auch sein. Mann! So, jo, klappt auch. Jo, wieso, ihr habt gar nichts gemacht? Kann sie Welle drauf haben vielleicht? Blub, 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 blub. Blu, 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 blu. Yeah, wow! Yep. Hab ich auch nicht ganz. Warum hat's da jetzt nicht geklappt? Yeah, yeah. Surfing Pikachu. Blu, blu, blu. Oder ja, tauchen Pikachu. Das Pikachu kann Taucher! Style, Gesamt. Es ist Rekord. Rekord! So, reicht für heute. Ab in den Süden. Und Xion soll das machen. Um zu vergessen. Du, 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 du. Es ist ein Glitcher, steht das blaues Pikachu. Okay, das ist neu. Kai schlitzt richtig los. Und das nächste Sepa will jetzt auch drauf gehen. Immer so schnell drauf gehen. Oh mein Gott! Es ist ein Tentakel! Dann mal fangen das scheiß Viech. Dann haben wir es einmal gemacht und danach ist gut.
Charaktere. 15. Wir haben gerade überlegt, vielleicht. Vielleicht könnte Pikachu noch was machen. Mein Ruckzuckhieb. Sind 20 Level tiefer, ey. Kann ich mal einen Hyperball werfen? Die Schmarotzer-Attacke! Achso, ja, aber. Ja, gut, ich kann das mal paralysieren. So, komm, ist nur Level 15, das müsste jetzt aber eigentlich reichen. Ja, wird sogar Superbälle rein. Ja, mal eine Superbälle, muss ich sowieso loswerden. Ja, so willst du loswerden. Tentacher. Eine Qualle, findet man ein schwaches Tentacher am Strand und jetzt ins Meer zurück, so wird es wieder topfit. Was? Findet man ein schwaches Tentacher am Strand und wird es ins Meer zurück? Ich habe so, hui, 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 jupp, zurückgeworfen, so wird es wieder topfit. Merken wir uns, wenn wir zuerst mal einen Tentacher finden am Strand, im hohen Bogen ins Meer zurückschleudern. Klar. Mir fällt gerade nichts ein. Also später mal. Jetzt haben wir den Tag gefangen. Es gibt sowieso nicht mehr viel Interessantes hier. Daher nehmen wir mal Topschutz. Kommen wir ein bisschen schneller voran. Ach, wie oft bin ich damals rot, blau, gelb diesen Weg abgesurft, hey. Aber selten abgesoffen. Hinter dem Horizont geht's weiter. Keine Ahnung. Irgendwie Kyoto? Oder bereits Höhen? Das weiß doch kein Mensch. Tentakel sind ein bisschen doof, halt trotz allem. Na, Robert macht das schon. Lass das mal den Robert machen. Der Robert macht das gut. Vielleicht ein bisschen zu gut. Ja, vom nächsten Arena-Kampf würde ich schon gerne mein Team Level 40 haben. Und so relativ alle. Final in dieser Stelle habe, sieht zwar ein bisschen geordneter aus, aber. Na ja, doch, versuch's mal. Ja, ist halt einfach die Befürchtung, dass ich außersehen mal draufklicke. Von wegen erster Attacke direkt drauf. Oh, das Finale. Tschüss. Level 38 für Robert. Ein Goldini. Gehen wir zurück zu Kai. Zu Kai und keinem Hai. Eieiei. Ja, der Kai ist doch kein Hai. Sonst macht er bald schon Bye-Bye. Oh Mann. Tidum. Goldini, Goldini. Ich gehe gerne schwimmen, du auch? Manchmal. Du. Ja, genau, Robert, du sagst es. Goldini, Goldini. Was mir also auffällt, ohne Moderatoren ist es doch im Chat so richtig schön ruhig. Jetzt können endlich mal intelligente Konversationen betrieben werden. Naja, also, was heißt natürlich intelligent, aber teilweise das Gefühl mit Domi, Tim und Kai, dass da teilweise gerne mal ein bisschen abschwenkt. Und dann gerne mal andere Themen irgendwie überhand nehmen. Als eigentlich gerade sollte, sprich, wenn wir irgendwie gerade Pokémon zocken und singen plötzlich die ganze Zeit nur um. Naja, sei es Fire Emblem, Zelda oder sonst irgendwas gequatscht wird, diskutiert wird. Was nicht schlecht ist, keinesfalls, aber sagen wir so, gerade ein bisschen
auffallend gewesen. Intelligent mit mir, ist klar. Ja, wieso nicht? So, dann muss ich das noch. Mal gucken, was hat die Zeit? Knapp eine Stunde 10 aufgenommen. Das ist das Problem. Wann kommt der nächste Stream? Wie lange will ich heute aufnehmen? Ich habe schon 2,5, also sogar 3 Stunden Pokémon Gelb. Ich weiß nicht, wann ich das nächste Mal streamen kann. Werde, will. Wegen eben Fire Emblem Fates und The Witcher 3 Blood and Wine. Alter, cool, wie fett das Teil aussieht. Obwohl es nur eine Idee wäre, dass ich Fire Emblem Fates einfach sage, okay, ich stream irgendwie den ersten Teil. Also quasi fange an zu zocken, ich streame. Quasi auch ein Live-Let's Play, aber halt nur so lange, wie ich dann halt. Das klingt halt ein bisschen falsch. Nee, muss anders anfangen. Das halt einfach anfangen aufzunehmen, ganz wie gewohnt. Mit ersten Parten so, wie soll es anders sein? Das halt aber gleichzeitig auch streame und dann irgendwann nach 4-5 Stunden auf mal so sagen, okay, das war jetzt hier der Anfang, die Preview quasi. Und alles weiter könnt ihr wie gewohnt auf meinem YouTube-Kanal sehen. Wenn ich gewinne. Also quasi schon fast ein bisschen wie ein Teaser, aber wenn man so will. Ja, eher so eine Vorschau. Also so oder so, ich meine, also was dann beim Stream bringen würde, würde ich dann sowieso auch auf YouTube bringen. Dann halt nur so. Dass dann alles weitere nicht mehr streamen würde, sondern direkt vorab produziere. Also eben quasi nur der erste Teil live wäre und alles weitere nicht mehr. Ach, der lange Kai braucht zum Level, ne. Na gut, zur Not habe ich, wie gesagt, die Sonderbombos, noch, dass man verfehlfältigen kann mit dem Missing Note Trick, oder wohl eher Cheat, aber. Ja, vor allem, wenn sie in die Arena in die Top 4 geht, sprich unsere Kampf-Pokémon. Ne, das klingt falsch, Entschuldigung. Unsere Team-Pokémon, das klingt ein bisschen besser. Ich halt eben für Arena und Top 4 und so weiter einsetzen will. Die will ich eigentlich ungern mit so einer Bombos hochboosten. Halt vor der Liga. Weil da irgendwie. Ja, das. Weiß auch nicht, das wäre einfach irgendwie falsch. Natürlich kann ich es am Schluss machen und sagen: Yo, wenn das Spiel durchgezockt, Pokédex ist auch voll, es waren noch alle Level 100 fertig. Und kann es dann später, eben gegen Ende Jahr und so, über Pokémon Bank, dann auf Pokémon Sonne, Mond und. Sonne und Mond transferieren. Wäre natürlich schon eine Idee. Aber für die Arena und Top 4 so, nee, da wäre echt. Echt zu billig. Vor allem zu einfach. Hatte schon einen Grund, wieso die Pokémon hier so ein hohes Level haben im Vergleich. Es sollte ein bisschen schwieriger werden. Wobei man hat es gerade gesehen, da vor dem Kampf gegen Sabrina. Robert etwa 13 Level tiefer, sogar als 7. Gut, dass ich Abra und Kadabra noch relativ leicht packe, ist eigentlich klar gewesen. Aber sogar Simsala. Da haben wir noch ein bisschen überrascht. Du. Vor allem eben mit dem Level-Differenz, ey. Oh. Na gut, 10 Level tief, dann müsste Rasierblatt eigentlich auch reichen. Ja, ein Volltreffer, natürlich die Frage, ob es ohne Volltreffer auch gereicht hätte. Gleich mal rausfinden. Wann lernt Bisaflor eigentlich in Pokémon Gelb den Solarstrahl? Oh, da können wir lange warten. Erstmal Level 55 kommt mal der Schlafpuden, Level 65 dann Solarstrahl. Oder schaffen wir nie mehr vor der Liga. Nee, keine Chance. Kai darf sich immer ein bisschen auspowern.
Ein Tentox? Da gehört ein Risiko doch lieber nicht ein. Also Risiko, ja. Mehr oder weniger halt Risiko. Interessanter Sprite. Naja. Ein Donnerblitz und die Sache ist gegessen. Ein Volltreffer natürlich. Das war gefährlich. Bin ich auch. Und nun ist er müde. Nehmen wir mal ganz kurz was, um den Hals zu ölen. Muss man medizinisch ausdrücken. Ein Stern, du. Ein Stern for you. Direkt noch eins. Oh je, oje. Das haben wir jetzt 15. Mai, wo ich jetzt hier aufnehme. Kommt die so. Ja, diese Aufnahme wurde erst ab dem 18. Mai, was 20 Minuten ungefähr. Ich renne geradeaus ein bisschen. Ob das Projekt eigentlich schon vor dem 4. Juli fertig wäre. Weil der 4. Juli, gut, ist auch Independence Day in Amerika, das natürlich auch. Oder? Ich glaube, 4. Juli. Aber für mich ist dann auch das ja, bereits 5 Jahre her, seitdem ich Let's Player bin. 5 Jahre, ja, nicht schlecht. Und natürlich aber einiges geplant und so weiter, vor allem mit neuen Projekten im Sinne von zurück zum Anfang. Also zurück zu meinen Wurzeln wohl her. Aber eben da jetzt in den nächsten Tagen, Wochen, ja, vor allem Fire Emblem Fates und The Witcher 3 Blood and Wine noch startet. Und die aktuellen Projekte bezweifle ich, dass es noch vorm 1. August was wird, also. Naja. Na, mal schauen. War nur gerade mal so eine Feststellung. Das im Wasser, Rest in Peace, Schwimmer. Ja, Robert, das stimmt. Die muss man ganz kurz weg. Jo, bis gleich. Ist kein Problem, ist sowieso kurz vor 9:30 erst. Sowieso die meisten erst so um 10:30 oder so eintreffen. Wie es auch bei Streams so gewöhnlich ist, wa? So, wenn ich auch wie auf einer Party meine. Wer ist schon der Erste auf einer Party? Die meisten kommen erst wieder 2-3 Stunden später. Nach 8 Stunden oder 9 Stunden ist die Party vorbei. Zumindest wenn es nach Kai geht. Oder eher nach Kai Streams. 39, so schon besser. Lapras ist groß. Das stimmt natürlich. Lieber angeln, jo. Berner Variante. Warum denn nicht? Ich krieg die Gicht, ich armer Wisch. So sind wir da hier. Und gleich bei der. Wo kann ich sagen, Safari-Zone? Nee, natürlich nicht bei den Seeschauminseln. Hab ich gerade Seeschauminseln gesagt? Die sind doch in Johto. Bin gerade ein bisschen verwirrt, Freunde. Entschuldigung, muss man ganz kurz googeln. Und jetzt ein Seeschaum. Doch eben sind in Kanto, hä? Ding, du, du. Ich habe irgendwie ganz kurz geistig umnachtet, also sprich noch mehr als sonst. Ein Volltreffer, ja, das ist der volle Treffer. Und ich hab dummerweise keine AP mehr, jetzt wird's ganz doof. Was ist denn das für ein Sprite? Seh mal so, hä, was willst du von mir? Hä? Ich bin ja der Boss. Ich bin das Seemonster.
Ja. Super. Na natürlich. Was bringt dann eine Rauchwolke? Ja, leck mich am Arsch. Was soll denn das? Michael besiegt den Schwimmer, was auch sonst.